Dort müssen wir wahrscheinlich raus, aber ich weiß, oh, verdammt. Ich weiß ja noch, dass wir Münzen hier rumliegen haben. Nein, dass auf der anderen Seite noch was war. Das hier unten. Nope. Das werden wir uns natürlich erst noch schnappen. Oh, nein. Bezahlen, da haben wir was, aber nein, doch nicht, doch nicht. Schauen wir doch mal, und hier ist Geld drin. Und ein kleiner Beutel. Und wir haben hier noch mehr Geld, oder? Taschenuhr. Nice. Und hier haben wir natürlich die Reichtümer der Reichtümer schlechthin. Beziehungsweise, was ist denn so dauert? Wenn Sie einen Auftrag haben, für den Sie zum Redshirt-Turm müssen, kommen Sie zu mir, ich besitze den Schlüssel. Aha. Ich verstehe, so hätten wir jetzt auch rüber können. Muss ich denn hier runter? Definitiv sogar. Dann machen wir das nochmal. Ja, doch, das hat jetzt. Verdammt. Hier ist immer. Ach Gott, das muss ich noch alles nochmal machen. Oh. Oh. Aber so haben wir zum Beispiel das nochmal wieder gesehen. Bolz nehmen. Bolz nehmen und das mal anhören. Nun ist er tot. Auf Wiedersehen, Lord Regent. Kaiserlicher Spion. Hiram Burrows. Sie kleiner, sorgenvoller Mann. Sie werden nie erfahren, wie oft ich daran dachte, wieder in Ihre Nähe zu kommen. Um meine Klinge in Ihrem Auge zu versenken. Aber jemand anders war schneller. Anscheinend eine sehr gefährliche Person. Auf Nimmerwiedersehen, Sir. So viele Pläne. So viele Aufträge. Wie viele habe ich für Sie umgebracht? Niemanden wie letztes Mal. Niemanden wie Sie. Ich gebe all das Geld zurück, wenn ich könnte. Niemand sollte eine Kaiserin töten. Der hat wirklich so einiges getötet. Schlüssel. Und die beiden Bücher noch kurz. Das Ende von Black Sally. Dann, okay. Kaiserin Jasmine Cordwyn. Okay. Ja, ich hoffe, das war jetzt lang genug für euch zum Lesen. Aber wir gehen weiter. Den Brief kennen wir bereits. Das Geld kennen wir bereits. Die kennen wir auch alle bereits. Nachdem hier keiner mehr ist. Oh, okay. Können wir hier runtergehen? Upp. Oh. Und wenn ihr durchgehen könnt, aber hätten dann das hier verpasst. Galvanisierungsgewebe? Nein. Oh. Und schwebende Bücher. Nice. Sowas hätte ich auch gern. Ich meine, da muss man die Bücher nicht immer durch die Gegend tragen, sondern lasst sie einfach durch die Gegend fliegen. Hey, doch auch mal Style. Kann ich. Nein, schade. Hätte ich hier irgendwas? Nein, aber. Oh, oh. Mana trinke. Und ich weiß nicht, was. Ich habe noch eine Überraschung für Sie. What the fuck? Ich bitte um mein Leben. Was? Als ich die Kaiserin tötete und ihr die Tochter nahm, wurde mir etwas klar. Was denn? Nun sehe ich das Zeichen auf ihrem Handrücken. Das Zeichen des Outsiders. Ich weiß, was ich tat. Die vielen Jahre des Wartens im Schatten der Gassen, um irgendeinen Reichen mit einem Messer abzustechen. All das Geld der reichen Bastarde, das durch die Hände floss. Für einen von ihnen zu töten im einen Jahr, für den Tod desselben bezahlt zu werden im nächsten. Ich habe an den Schreinen kniend dem Flüstern des Outsiders gelauscht, der mir sagte, ich würde die Dinge verändern, dass ich wichtig sei. Es war gut. Durch ihn fühlte ich mich mächtig.
Okay. Aber was habe ich erreicht? Mehr als sie? Oder viel weniger? Jetzt will ich nichts mehr als diese Stadt zu verlassen. Und aus der Erinnerung derer verblassen, die hier wohnen. Ich habe genug vom Töten. Mein Leben liegt in ihren Händen. Dann. Wählen Sie. Dann würde ich doch einfach mal sagen, wir klauen dir deinen Beutel. Und sagen einfach mal. Hier noch Artefakte gefunden. Tschüss. Trink noch ein bisschen Wasser. Und Sie wählen Gnade? Ja, wähle ich. Außergewöhnlich. Na, siehst du mal. Für einen Halbtoten? Gnade vor Recht. Ist er aber ganz schön flink. Aber okay. Ich meine, er ist auch vom Outsider berührt worden, also muss ja... Wow, Hilfe. Muss es ja irgendwas heißen. Ja, fuck. Tut mir leid. Tut mir leid, aber du musst gewürgt werden. Ich hab's an deinen Augen erkannt. Du wolltest gewürgt werden. Okay, weiter im Gespräch. Ja. Ich hätte noch gedacht, das wären jetzt alle. Nice. Weiß mitnehmen. Und noch Sicherheitshalber abspeichern. Nicht, dass ich rein zufällig wieder irgendwo runterfalle. Das wäre sonst, ja, kontraproduktiv, sagen wir es mal so. Ich glaube langsam, dass ich, ja, nicht ganz richtig hier bin. Bei. Moment, was haben wir gleich? Ich glaube, ich kann doch hier oben irgendwo noch rein. Ran. Ninja Tricks. Wow, wow, wow. Okay. So kommt man auch ohne Schlüssel hier rein. Aber wir wollen ja noch Holzbeutel. Wir wollen ja hier noch ein paar Sachen von dem klauen, denn der ist ja jetzt eh verschwunden. Entschuldigung. Das muss jetzt aus Prinzip sein. Komm schon. Mal dieses Doppelt aufmachen. Okay. Hier mal ist dort haben wir alles dann, würde ich mal sagen. Können wir endlich mal weiterziehen. Wobei ich mich da jetzt frage, was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ach, einfach nur entkommen. Okay. Damit bin ich einverstanden. Wuppa! Niemand da. Niemand da. Okay. Hallo. Ist hier denn irgendwas? Oh ja, da sehe ich's. Ein wunderschönes Gemälde. Und Aktenkoffer, die für nichts mehr gut sind. Schade. Huhu. Und ein eleganter Sprung. Einmal hier hin. Oh. Brief an den Direktor. Was für ein Direktor denn? Das war es. Wir schließen. Nach all den Jahren. Dabei haben wir doch gerade erst die neue Statue von Jessamine Cordwin entdeckt. Eine eingestürzte Wand an einem kleinen Wassereinbruch. Und schon verlassen wir das Haus und verteilen unsere Büros auf die ärmeren Bezirke. Stellvertretende Vorsitzende haben das kam. Okay. Die scheinen wirklich dazu gezwungen worden zu sein, hier rauszugehen. Ich war in. Ein, zwei Schäden und dann hauen sie schon ab. Das war nicht freiwillig. Da kann man mir sonst noch was erzählen. Na ja. Die Rune ist mein. Und so soll es auch sein. Speichern. Und es heißt wieder Kloaken-Battle. Schätze ich mal. Machen. Ja, eindeutig Kloaken-Battle. Verdammt. Ah, Tunnel. Tunnel zum Tor gehen. Ja.
Pardon, da bin ich gerade wohl gegen das Mikro gestoßen. Und diese Ratte ist einfach durch die Wand durchgelaufen. Na. Gut. Ich will hier ein Knochenartefakt. Und ich will hier Ratten. Verdammt nicht. Ich würde einfach mal sagen, Granate in Action. Schau mal, wie sie sich bewegen. So, oh. Schade. Das hätte auch besser gehen können. Ach, komm schon. Stopp. Oh. Kann ich sein, dass ich jetzt so viele Granaten an dir verschwende? Na gut. Ich meine, Granaten kriegen wir immer wieder. Flinke Kämpfer. Gezogene Waffen verlangsamen dich nicht. Ich wusste gar nicht, dass ich das überhaupt tun, aber okay. Und jede Menge Granaten deswegen verbraucht, verdammt. Okay. Herz, was sagst du zu der ganzen Situation? Selbst die schrecklichen Fluten reichen nicht aus, um die Sorgen von deinem Morde zu spielen. Ja, die haben ja aber auch ziemlich viel Dreck am Stecken, möchte ich doch mal behaupten. Die klugen Köpfe der Stadt. Sie ersinnen neue Wege, um die Elemente zu bezwingen. Ja, aber irgendwie sind sie nicht klug genug, weil die Elemente haben es ja irgendwie überwandt. Ist da... Okay. Ja, die wo... Da wurde gerade... Ja, Igitt. Igitt sag ich dazu nur. Komme ich denn hier irgendwo... Ah. Hier komme ich tatsächlich hoch. Ich weiß zwar noch nicht, was ich genau machen werde, aber... Wobei, doch, ich weiß es, ich gehe da hoch. Teleportieren, und zwar dort rüber. Hallo, keiner da? Nice. Hallo. Ist, wie, wo, hä? Wer hat mir denn hier so schwer? Ach, da oben! Ach Gott. Und ich dachte schon. Hau ab! Zurück, was bist du? Ich bin ein Hast du Freund. Eine neue Wache? So Nein. wie ein Tallboy? Kann nicht sein. Vielleicht ein Arzt? Kleiner Spaß. Vielleicht ein Attentäter. So ist beschäftigt. Was hast du denn geschrieben? Liebste Alpha, es macht uns nichts aus, dass du krank bist. Bitte komm nach Hause. Wir kümmern uns um dich. Ich habe keine Angst. Deine Schwester hat mir verraten, dass du dich im überschwemmten Bezirk verstecken willst, um dort für dich allein zu sterben. Bitte tu uns das nicht an. Ich liebe dich. Wolltest du auf dem Seuchenwagen mitfahren? Ja. Probieren immer wieder ein paar. Eventuell. Und dann fallen sie runter und brechen sich den Hals. Doch das wird dich nicht davon abhalten. Fast geschafft. Es ist ziemlich einfach, von hier auf die Dächer zu kommen. Wirst du sehen. Die hat nichts. Danke für Holzen. Was willst du von mir? Mich ausrauben? Ja. Dich mit mir im Heu wälzen? Nein, ich möchte dich wirklich nur ausrauben. Geist der Tiefe. Geliebte, ja, uninteressant. Ich würde eigentlich gerne. Ich gehe nirgendwo hin. Ich bin hier ganz alleine Ich werde hier bleiben. Sie klemmt. Denkst du, da draußen ist es besser? Ja, dann bleib einfach mal hier. Dann werde ich mal hier reingehen. Und hoffen, dass ich hier was finde. Hallöchen. Noch haben wir nichts gefunden. Oh. Ganze Bilder von der Wand weggerissen. Aha.
Interessant, hier kommen wir hier rüber. Und jede Menge Geld noch. Auf einen solchen Wagen springen? Verdammt. Okay. Okay. Okay, okay, ich hab sie. Wow, goddammit. Ah, da geht's wirklich nicht gut. Diesmal machen wir es aber richtig. Deportieren. Kann ich eigentlich, dass wir nochmal hier runterfliegen? Ich meine, wir als Meisterspion. Schlechthin. Hier. Aber warum einfach, wenn es kompliziert auch geht, ne? Wie ich denn? Kennen wir den? Ich glaube nicht. Oh. Hallo? Nehmen? Danke. Soll ich gerade sagen, irgendwie kaputt oder so? Was haben wir denn? Hat das Licht? Leichenwagen will ich eigentlich nicht springen. Ich würde gerne darüber kommen, aber es scheint wahrscheinlich auch nicht zu funktionieren. Na ja, gut, dann eben da oben drauf. Leichenwagen, hey, hey, hey. Leichenwagen, yippie, yay. Oh Gott. Ich glaube, da wären wir jetzt drauf gegangen. Da wären wir sowas drauf gegangen. Schleuse Nummer 1. Deaktiviert. Soll ich da wirklich runtergehen? Nee, 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 nee. Ich gehe mal lieber hier entlang. Ich glaube, da müssen wir raus, oder? Das ist vielleicht verwirrt hier irgendwie. Überwinden die Quarantänsperre und verlassen das überschwemmte Bezirk. Den überschwemmten Bezirk. Würde ich liebend gerne. Das habe ich schon gebracht. Okay. Aber ich habe doch jetzt bestimmt so einiges hinterlassen, oder? Ja. Das möchte ich nicht. Ich möchte doch noch ein bisschen erforschen. Denn wenn wir schon mal da sind, dann müssen wir es auch nutzen. Hier ging es nicht hoch, aber hier müssen wir nochmal hoch. Teleportieren. Hallo. Iha. Oh. Soll ich gerade sagen, irgendwie hängt der gerade. Also, ja, ich kann die Warterei auch nicht mehr ertragen. Verdammt nochmal, das gibt's doch gar nicht. Und ich habe natürlich nicht gespeichert. Moment. Das möchte ich doch nochmal probieren. Eventuell hier abspringen, beziehungsweise. War ja nicht davor noch irgendwie einer. Hallo? Hallo? Nope, der Mann ist weg. Der ist definitiv weg. Und gleich werde ich ihn wahrscheinlich direkt vor mir sehen. So, oh mein Gott, der ist da, der ist da, der ist da. Ich kann diese Warterei nicht mehr ertragen. Die Seuchenkarren kommen jetzt alle paar Minuten. Wir müssen nur aufspringen und damit wegfahren. Tolle Idee, Mann. Und was ist mit der Lichtwand am Rochefort Gate? Wir werden geröstet. Darüber können wir uns Sorgen machen, wenn wir da sind.
Du hast noch keine besseren Ideen gehabt. Weil du nicht richtig zuhörst. Diese Tollboys warten nur darauf, zuzuschlagen. Wir schalten die Flügel.